Um unser Experiment durchzuführen, benötigen wir ein Gelatineprodukt, in dem Fall Schokopudding, gestückelte Ananas und Protease. Materialien sind 3 Petrischalen, ein Löffelchen, Skalpell und Pinzette. In 2 der Petrischalen werden nun ein paar Löffelchen Schokopudding gegeben. Die schon mit dem Skalpell verkleinerten Ananasstücken legen wir in einer der Puddingproben. In der anderen puddinggefüllten Petrischale fügen wir Protease hinzu. Die Masse wird verrührt. Bei weiterem Verrühren wird die Veränderung der Konsistenz erkennbar. Der Pudding wird flüssig. Zur Veranschaulichung benutzen wir die 3. Petrischale. Auch in der 1. Petrischale sehen wir die Wirkung, die die Ananas auf den Pudding hat. Wie vorhin erwähnt, enthält der Schokopudding Gelatine. Gelatine besteht aus einer Proteinstruktur, da sie von Rinderknochen oder Schweineschwarten hergestellt wird. Protease ist ein Enzym, welches Proteine spalten kann. Diesen Prozess finden wir auch in unserer Verdauung. In der Ananas ist Bromelain enthalten. Bromelain ist auch eine Protease. Deswegen sehen wir den gleichen Effekt, wenn wir Protease oder Ananas mit Schokopudding zusammenmischen.